Willkommen zurück zu Napoleon Total War mit einer weiteren Schlacht von Napoleons berühmten Schlachten. Und zwar, wir fangen jetzt an mit die Pyramiden. Sieg in Italien, jetzt Ägypten. Alexandria fiel, wie erwartet. Ich wusste, dass Murad B. seine Mameluken schicken würde, um mich vor Kairo aufzuhalten. Und schon fast im Schatten der Pyramiden kommt es zum Kampf. Meine Männer werden für mich erobern, wie die Kämpfe Alexanders des Großen es vor langer Zeit getan haben. Ja, sehr schön. Wir beginnen direkt die Schlacht. Mal wieder schwer. Und das ist jetzt die Schlacht bei den Pyramiden gegen Murad Bey und Ibrahim Bey mit unserem General Napoleon Bonaparte. Das wird jetzt spannend. Wir haben eine Menge Artillerie dabei. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Und da beginnen wir die Schlacht. 21. Juli 1798. Die Armee der Mameluken mag zwar altmodisch sein, aber ihre Kavallerie ist schnell und tödlich. Unsere Kavalleriereserven sind begrenzt. Die einzige Hoffnung auf den Sieg besteht darin, Quadratformationen einzunehmen und den Angriff zu überleben. Die Dörfer Mbabe und Biktil sind der Schlüssel zum Erfolg. Mbabe im Osten befindet sich in den Händen der Mamelukenartillerie und überblickt unsere Flanke. Ich muss mich der Sache schnell annehmen, um schwerwiegende Verluste zu verhindern. So, und jetzt hat da irgendwas abgekackt. Naja. Wir stellen jetzt einfach mal unsere Kanonen auf. Genau. Ja. Dass wir erstmal was schießen können überhaupt. Ich denke, hier oben kann eine Kanone ganz gut stehen. Oh je, da kommen schon die ersten Kavallerieeinheiten. Na? Da müssen wir jetzt unsere Flanken schnell schützen. Ah, dauert noch, bis die da schießen können. Da links sollten wir schnell angreifen. Oh ne, da kommt Kavallerie. Lass uns gerade mal lieber noch. Huch, woher kommen die denn jetzt? Das ist natürlich jetzt schlecht. Da müssen wir jetzt schnell reagieren. Scheiße, ey. Dann versuchen wir jetzt mal schnell reinzupreschen. Ich versuche noch meine Quadratformation da schnell einzunehmen.
Komm, sammelt euch mal schnell hier. Nein. So, was ist das denn? Naja. Einfach schnell hier bereit machen. Ja, das ist jetzt echt schlimm, dass wir hier so verkacken gerade. Hier drüben konnten wir gerade noch so gewinnen, wir werden uns mal schnell hier zurückziehen. Weil der Hügelkampf, der macht wenig Sinn da oben. Für uns jedenfalls. Das heißt, wir werden uns mal hier drüben direkt aufstellen. So. Wie sieht das hier denn aus? Ziemlich schlecht eigentlich. Sämtliche Einheiten sind ja hier gerade am... Keine Ahnung, was die jetzt machen hier. Die rennen gerade weg, die waren wohl am Flüchten. Einfach jetzt möglichst schnell hier angreifen. Das ist unsere Chance. Und mit der Kavallerie von der Flanke am besten gleich kommen. Sonst sieht es hier nämlich ziemlich schnell aus. So sieht es hier aus, da wird geschossen, da wird geballert. Die Kavallerie ziehen wir noch schnell rein. Und ansonsten stellen wir die auch noch hier so schön hin. Hoi, die treffen aber ganz schön, du. Meine Güte, jetzt haben wir noch 31 übrig. Das ist natürlich wenig. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob wir treffen. Nein, die sollen darüber schießen. Jetzt hier noch in die Flanken reinstoßen. Hier machen wir das gerade mal kurz. Hier verlegen wir jetzt unsere Front praktisch. Da kann die Kavallerie jetzt noch den Rest kurz hier erledigen. Hat sie wunderbar geschafft. So, jetzt aber schnell wieder zurück. Wir müssen jetzt hier nämlich... So, was wird denn das? Ich will hier die Einheit, fertig. Jetzt einfach schnell aufstellen hier. Die können wir vielleicht mal angreifen hier gerade. Schießen die dann.
So. Jetzt bekommen wir Besuch von rechts. So. Da erwischen wir auf jeden Fall schon mal was. Aber die Kavallerie ist ja echt heftig von denen. Nun gut, vielleicht können die... Oh ja, die können wieder zurück an ihre Kanonen. Perfekt. Und die sollten doch wieder angreifen. Warum stehen die jetzt da hinten denn rum? So, die sollen mal irgendwo anders noch hinschießen, aber nicht jetzt auf unsere Kavallerie. Die muss schnell flüchten. So. Flüchtet doch! Egal, wir greifen sie jetzt einfach an. Ja, das war's eh. So, wir bekommen jetzt Kavalleriebesuch hier. Und Kavallerie wäre besiegt. Sehr schön. Ja, jetzt Kanonen besetzen, auf damit und einmal zackig jetzt hier rüber zielen. Warum machen die jetzt nichts? Ja, dann können sie wohl jetzt nur darüber schießen. Die Kavallerie hole ich jetzt noch kurz und versuche noch diese Blänkler-Einheit zu erledigen. Wir können ja mit dem General noch kurz vorrücken. Boah, heftig. Jetzt noch kurz angreifen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, marschieren wir mal noch weiter. Damit wir dann die da hinten erwischen. Das machen wir, würde ich sagen, aber mit der kompletten Armee. Sonst haben wir da keine gute Unterstützung mehr dabei. So, die Kavallerie ist jetzt wirklich schon ziemlich kaputt. Vielleicht können wir da noch vorbei. Oh ne. Stecken stehen da. Dann stellen wir uns hier mal darüber. So, wo auch immer jetzt meine Kanonen gerade hinschießen. Bringt ja gerade nichts mehr. Da würde ich sagen, einfach mal absatteln. Absatteln. Oder abkoppeln oder wie das immer heißt. So, General nehmen wir mit. Wow. Greifen wir einfach mal noch die palästinensischen Hilfstruppen an. Bevor unsere Kavallerie hier komplett kaputt ist. Sagon, rapport!
Jo, haben wir Pech gehabt. Weil wir jetzt von vorne kommen. Eigentlich wollte ich auch von der Flanke kommen, aber das ist jetzt auch wurscht. Dürfen sich auch ein bisschen zackiger hier lang mit bewegen. Und die können auch einfach marschieren, das reicht. Und die Kanonen, die verlege ich jetzt einfach mal ein bisschen. Wo hatten wir noch eine? Genau hier drüben. Die verlege ich auch hier nach vorne. Wow, die dürfen jetzt auch mal aufhören zu schießen, sonst treffen die noch meine eigenen Leute hier. Die sollen jetzt schnell mal da oben die Artillerie noch zerstören. Oh, die stehen schön hintereinander, da kann man natürlich besser treffen. Wir stehen schon in der einzelnen Reihe. Jo. Aber da schießen ja einige auch drüber. Also die Trefferquote ist jetzt nicht so dolle. Ja, sehr schön, da werden jetzt abgelenkt, versuchen mich hier noch abzuschießen. Aber das bringt ja nichts, weil ich renne nur vorbei und greife es ja nicht an. Jo. Naja, wir stürmen da einfach, sonst werden wir jetzt hier abgeschossen. Ja gut, dann haben wir die jetzt schon erwischt praktisch, mit denen können wir uns aufmachen hier Richtung Gegner. Bei denen dauert es noch eine ganze Weile. So, können die jetzt einmal endlich angreifen hier? Die sind sehr müde. Warum haben die noch so eine gute Moral, wenn die hier nur 15 Mann sind, ich hier mit 58 Mann, der ihre Dings stürmen? Natürlich jetzt merkwürdig. Oui, monsieur. So. Ja, wir rennen da gerade lieber nochmal weg. Ja, da schießen sie meine eigenen Leute ab. Das ist natürlich dumm. Aber da kann man nichts machen. Wir laufen jetzt einfach hier quer über die Wüste wieder. Gut, abkoppeln, dann können wir dann die gleich schon mal noch ein bisschen in Beschuss nehmen. Was sag ich mit denen? Koppeln wir auch mal ab. Vielleicht können die jetzt von hier aus schon treffen. Wäre natürlich sehr cool, wenn man jetzt hier schon schießen könnte.
Jo. Knapp davor können wir schießen. Die sind frisch und ermutigt. Die sind müde. So. Aber das müssen die jetzt einfach mal durchhalten. Dauert jetzt noch ein bisschen, da haben wir jetzt noch genügend Zeit für. Spulen wir einfach mal kurz vor. Dann treffen tun sie auch nicht viel, weil die hier so hinter einer Düne verschanzt sind. Und die schießen auch die ganze Zeit durch gegen die Düne. Aber das macht jetzt nichts. So, hier sind wir jetzt gleich angekommen. Ich hoffe, da können wir gleich mal was wegfetzen. Am besten direkt mit den Granaten. Natürlich wünschenswert. So, die greifen jetzt an, da werden sie schon mal beschossen. Und jetzt werf die Granaten. Die rennen weg, schade. Schade, schade, schade. Warum schießen die jetzt nicht? Die sollen nur schießen. Ja komm, eine Salve und die sind weg. Komm. Oder man lädt erst nach. Natürlich. Auch die Möglichkeit. Jetzt gibt es hier ein kleines Erschießungskommando. Zack, 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 zack. Tack, tack. Und die dürfen jetzt auch noch schießen. Ja, fertig. Der wäre dann mal weg. Und da haben wir auch schon komplett gewonnen. Nicht fortfahren. Der Ruhm und die Schätze Ägyptens gehören schon bald mir. Ich werde Cäsars Weg gehen. Genau. Genauso wie Cäsar auch fallen. So, ja, wir haben gewonnen, das ist sehr schön. Haben wieder ein weiteres historisches Schlachtgefecht sozusagen gewonnen. Und das nächste ist dann Schlacht am Nil oder irgend sowas. Also ein Seekampf auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal und haut rein.